löschen. Komm, ich guck für euch mal rein hier. Was haben wir denn? Schwierigkeit, die wahre Herausforderung. Ja, die habe ich gerade gemacht. Die war einfach. Eisenhart, du hast nur ein Leben. Wahrheit, kein Rollen und kein Laufen. Ich guck mal gerade rein. Meta, willst du mir auch deine Familie teilen? Deine Schwester? Beim minus ersten Versuch. Boah, da musste ich aber jetzt lesen, Karate. Golden Shower, Metasmith. Yay! Ich fühle mich ge-golden showered oder so. Ich kann nicht rollen, ich kann nicht laufen. Das ist ja allein das hier rumlaufen ziemlich nervig. Endlich wieder ordentliche Musik hier. Ich will was bei dem Cube ausprobieren. Da gibt es ja so einen Erfolg. Ach, ich probiere einfach mal aus. Danke, Mike Bein. Danke. Das war jetzt aber auch echt hart. Das hätte ich so hart nicht erwartet. Also die hätten es zumindest machen können, dass man in der Oberwelt rollen und laufen kann. Daniel, jetzt glaube ich, weiß ich, was du meinst. Und dann lieber doch nicht. Du Arsch. Yes. Okay, funktioniert also. Noch was Lustiges? Yes! Speedrun is real! Ich kann kein Speedrun machen, wenn ich den Modus hier anhabe. Also sprich, dass ich nicht rollen und rennen kann. Ja, danke, Smoda. Augen ohne Rollen. Ja, das ist... Wahnsinn.
Weg, 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 weg. Boah, ich will rollen. Ich hab nicht geweint. Stören habe ich nicht. Aber ich glaube, der Modus, der ist echt zu nervig. Weil du bist so lahm, was du jedes Mal brauchst. Bam. Aber auch diesen Eisklotz. Wie soll der funktionieren? Au! Karatebezirker, sag mal, hackt es hier? So, wie soll ich den machen, Leute? Wow. Das ist hart. Genau so, oder? Ich habe wieder mal die Wahrheit aktiviert, weil man da so schön die Texte lesen kann. Und dass ich weder rennen noch rollen kann. Gehen wir mal hier diagonal, das ist eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja, 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 ja. Ey, du bist doch drüber gerollt. Ja. Ja, buh, ja, buh, das wäre ja sogar was. Was haltet ihr von diesem Modus? Mal eine Frage. Yo, Darkman, vielen Dank, dass du noch so lange hier warst. Vielen, vielen Dank. Ich höre jetzt mich auch gleich auf. Wird nicht mal lange dauern. Ja, er brennt. Jetzt ist er tot. Jawohl. Auf Wiedersehen. Bist du des Wahnsinns, Mike Bein? Eisenmodus. Ja, Daniel, du weißt ja, dienstags ist ja dann abends ein Seriendienstag. Das heißt, ich werde mich nachher in keinen Streams mehr rumtreiben. Aber vielen Dank, dass du da warst. Wir werden es aber irgendwann auf jeden Fall nochmal sehen. Und gerne gestreamt. Du willst wissen, wie weit ich komme beim Eisenmodus. Wir werden über die ersten vier wahrscheinlich nicht hinwegkommen. Weil der hier... Ach, der ist mies, ne? Zick, zick. Je mehr der teilt, desto mehr Probleme kriege ich natürlich. What the? Komm, komm, komm. Geh, 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 geh. Ich habe Angst. Yes! Sehr schön. In dem Fall, das ist streckendurchstrukturiert. Kommt doch erst Donnerstag. Ja, aber selbst nur Eisenmodus werde ich nicht durchschaffen, bevor ich das Spiel nicht 10-mal durchgespielt habe.
Ich kann ja. Da muss man sich ja ganz genau. Da müsste ich wirklich, da müsste ich die Bosse üben. Ganz ehrlich, dafür kann ich die zu wenig. Ich müsste ja überall auswendig lernen. Am Anfang, wie sich weiter bewegt, weil ich ja keinen einzigen Fehler machen darf. Danke, Sona. Aber dass die ersten vier tot sind, das ist. Sagt mal gerade schnell, wo soll ich denn hinlaufen? Schneeland? Ob ich Titan Souls nochmal streame? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das Thema ist jetzt wahrscheinlich erstmal durch. Weil der Modus, bin ich mir recht, der ist recht zäh. Ziemlich zäh, weil du halt langsam unterwegs bist. Willkommen zurück, kleine Enya. Mich nervt schon, dass ich hier nicht rollen kann. Enya, ich habe einen neuen Modus gestartet. Den ich will auf die Fresse kriegen Modus. Den Lava-Blob besiegen. Tja, du meinst jetzt ohne zu rennen. Ich denke, dass es mit dem No-Roll-Modus schon in der Schneewelt vorbei ist. Du kennst nicht mal das Spiel. Das habe ich jetzt zweimal durchgespielt hier, die Enya. Das war schon der zweite Run. Das ist der dritte. Nur hier, falls es was gratis gibt. Ich bin hier der Kleinste, hallo? Das ist überhaupt nicht wahr. Boah, ist das lahm. Das ist echt lahm. Wenn ich eh schon mal hier bin, kann ich auch den Erfolg holen, den ich gelesen habe. In der Erfolgsliste gibt es einen Erfolg, wenn ich bei diesem Vieh alle Eisschorne zerstört habe. Tja, Enya, du hast mich noch nicht gesehen, ne? Selbst der Xader weiß gar nicht, wie ich aussehe. Oder was sagt ihr dazu? Erfolg holen ist doch immer cool. Trophäenjagd hier. So, wenn die alle kaputt sind, bekommt man einen Erfolg.
Wow. Aber wieso hat er denn nicht getroffen? Ach, das ist doch behindert. Fick! Ciao, Karate-Pizza-Girl. Okay, das ist jetzt ärgerlich gewesen. Also den zu töten ist kein Problem, aber ich will die Trophäe haben. Also den mit dem Speed zu töten ist auch kein Problem. Das mache ich gleich beim ersten Versuch, aber erst würde ich die Trophäe haben. Wow. Schnell, schnell, schnell. Noch kaputt machen hier. Sind wir schon. Ey, ey, mein Controller. Wow, du scheiß Controller. Ach Gott. Boah, ich werde ihn gleich mit Genugtuung töten. Das ist mein Heilchen. Der wird verteidigt bis aufs Blut. Wie viel schlafen in deinem Bett, Xada? Nicht eine einzige. Zu weit, ich muss hier unten hin. Verdammt! Verkackt! Hey, du Hong, wieso springst du denn da nicht drauf? Das wird knapp. Ach, geschafft. Okay, die Trophäe nervt mich. Soll ich ihn töten? Tschüss. Mei, mei, mei. So nicht. Dann halt nicht. Natürlich halt einfach.
Ja, ihr habt alle kein Bild von mir. Es gibt zwar ein paar, die wissen, wie ich aussehe, weil ich mich mit denen schon getroffen habe. Aber ich hab dir doch ein Bild geschickt die Tage. So, jetzt kommt das, wo ich der Meinung bin, dass man ohne Rollen wahrscheinlich nicht besiegen kann. Ja, was hat der Nekro dir denn erzählt? Okay, und in was soll Skype dann umbenannt werden? Ist doch alle bescheuert. Ja. Enya. Ich vertraue dem Nekro, dass der nicht einfach alles rum erzählt. Das macht er schon nicht. Nochmal. Ja. So, der Mike Bein wollte mal den Eisenhart-Modus, ne? Dann würde ich sagen, spiele ich den so lang, bis ich sterbe. Und dann ist vorbei.